So. Na, doch mal sehen. Kenn ich, hatte ich schon. Diesmal. Was macht denn Lisbeth da? Moment mal. Was machen die da mit meinem Gesicht? Verboten neu, verboten gut. Verbotene Liebe, jetzt auch täglich in der App. Du knutschst auf der Straße mit fremden Männern in schrägen Pullis. Wir werden uns wiedersehen, ja. Hat Alexa dir gegenüber mal irgendwas erwähnt? Irgendein Ort, wo sie hingeht, wenn sie alleine sein will? Hören Sie, Sie müssen diese Frau finden. Geld spielt für mich keine Rolle. Jetzt lass ihn in Ruhe, ja? Ey! Hey! Lass die Finger von, habe ich gesagt. Was haben Sie gegen Giselle? Sie war ein erfolgreiches Model vor 10 Jahren. Ihre Zeit ist abgelaufen. Ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten zu erfahren, was noch alles so in Ihnen steckt, Herr Hellström. Oder sollte ich vielleicht lieber sagen, Herr Andresen? Niemand muss wissen, dass Sie im Knast waren, schon gar nicht warum. Ich weiß, es sollte nicht schmutzig werden, aber die Fakten sind schmutzig. Wie ich Sie kenne, werden Sie keine Skrupel haben, den Rotzlöffel damit in die Pfanne zu hauen. Na endlich, also was haben Sie erreicht? Verdammt, ich wusste nicht, dass das so leicht ist. Ich bin in Europa, um neues Leben anzufangen. Wenn die das mit der Fahrerflucht erfährt, dann macht die mich fertig. Ja, ich weiß, dass das nicht Ihre Schuld ist. Gelegenheit hat, einen Splitter zu ziehen, dann sollte man eigentlich nicht warten, bis er eingewachsen ist. Die nächsten Tage gehören nur Emma und dir. Ihr seid das, was zählt. Ich weiß, dass alles gut wird. Nicht jetzt. Nicht ausgerechnet jetzt. Manche Splitter wachsen von alleine raus. Du, was soll denn das? Mann, Alter, du kommst mir einfach geradezu nahe. Hast du es noch alle? Ich hab dir gesagt, ich habe diesen Scheiß keinen Bock. Ich will nur deine Wunde desinfizieren, sonst nicht. Ich geh jetzt nach Hause. Ich hab keinen. Sascha. Sascha, hey. Ich kann es kaum erwarten, bis unser neues Leben losgeht. Ich liebe dich. Eva.
Ansgar von Landstein hier. Herr von Landstein, was kann ich für Sie tun? Ja, was wohl? Ich hatte erwartet, dass Sie sich bei mir melden. Was glauben Sie, wie schnell ich Ergebnisse liefern kann? Finden Sie endlich Alexa Berg. Finden Sie sie und bringen Sie mich zu ihr, verdammt nochmal. Einverstanden. Ja. Ich kümmere mich darum. Ja, ich bitte darum. Haben Sie einen Moment? Was denn noch? Ich würde gerne was klarstellen. Heute war unser erster gemeinsamer Arbeitstag und ich muss gestehen, der verlief eher suboptimal. Weil ich auf Ihre versteckte Drohung nicht so reagiert habe, wie Sie sich's vorgestellt haben? Herr Hellström oder wie auch immer Sie heißen. Ja, Tore Hellström ist mein Name. Ich glaube, das habe ich Ihnen schon gesagt. Ich weiß, es gibt ein Geheimnis in Ihrer Vergangenheit. Einen kleinen dunklen Fleck. Und Sie haben Angst, dass dieser kleine dunkle Fleck in das unbarmherzige Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden könnte. Vermutlich zu Recht. Und eines Tages wird genau das jemand tun. Aber ich werde es nicht sein. Es interessiert mich nicht, wer Sie sind oder was Sie getan haben. Mich interessiert der Erfolg dieses Unternehmens. Und deswegen fände ich es schön, Sie machen Ihren Job und ich meinen. Vor einer Stunde haben Sie noch damit gedroht, mich loswerden zu wollen. Ja, und vor ein paar Monaten wäre es auch gar nicht nur bei einer Drohung geblieben. Das kann ich Ihnen versichern. Sie hätten freiwillig das Feld geräumt. Aber die Dinge ändern sich nun mal. Was mit Giselle? Wenn Sie mich fragen, absolut die Falsche für LCL. Aber hey, Sie sind der Art Director. Sie haben sich für sie entschieden. Sie müssen es verantworten. Und, was ist mit ihm? Halb so wild. Auf dem Röntgenbild ist auch nichts Auffälliges zu sehen. Eine kleine Gehirnerschütterung, das war's dann auch schon. Mhm. Warum ist er denn vorhin zusammengeklappt? Naja, vielleicht war das ein bisschen viel für ihn. Ihr wart in eine Schlägerei verwickelt, ihr seid gerannt, die Aufregung, der Schock. Also, da kann manch einer schon weiche Knie kriegen. Ja, da muss ich mir ja keine Sorgen machen. Hm. Wenn er aufwacht, kannst du ihn mit nach Hause. Wenn's mehr nicht ist, schafft er das ja auch gut allein. Ja, stimmt das nicht? Habt ihr euch gestritten? Nee, aber ich bin mir sicher, dass Sascha das lieber wäre. Danke. Okay. Na? Na? Wie geht's dir? Gut. Ich muss mir nur ein bisschen die Kräfte einteilen. Ach ja. Mhm. Mich aufs Wesentliche konzentrieren, du weißt schon. Und das ist dein Revier zu verteidigen. Ja, ich habe schon gehört, du bist bereits mit Tore aneinander geraten. Unwichtig. Ich habe eher dich gemeint und mein sogenanntes privates Glück. Wirklich, was Tore angeht, ich muss nicht jede Entscheidung selber treffen. Ich weiß natürlich, dass meine Entscheidungen die richtigen sind. Natürlich. Als ich aus dem Koma aufgewacht bin, da hast du in meinem Bett gesessen und du hast glücklich ausgesehen. Das hat mich glücklich gemacht. Wer ist diese Frau? Immer noch die gleiche, nur die Prioritäten haben sich so ein bisschen geändert. Gefallen mir gut deine neuen Prioritäten. Ja? Ja. Einen Tag aus der Reha zurück und sagt mir, dass sie mich nicht als das Gesicht der neuen LCL-Kampagne sieht. Hallo, jetzt sag doch auch mal was dazu. Hab ich doch schon. Das ist doch unglaublich.
Was denkt diese Tanja von Lahnstein denn, wer sie ist? Die Chefin. Ach. Und dann erklärt sie mir noch ganz großzügig, dass sie mich als Laufstegmodel buchen will. Das ist doch unfassbar. Du hast einen gültigen Vertrag. Den müsste sie erst mal anfechten. So weit kommt's erst gar nicht. Tore wird ihr schon zeigen, wer bei RCL das Sagen hat. Dann musst du dir ja keine Sorgen machen. Das tue ich auch nicht. Es hat schon seine Vorteile, mit dem Art Director zusammen zu sein. Erwartest du jemanden? Du? Mhm. Vielleicht ist es dein Martin. Er heißt Michael. Und er ist nicht mein Michael. Guten Tag. Hallo. Ein Paket für Schulz, bitte. Mhm. Gut geschafft. Okay. Tschüss. Tschüss. Von wem ist es? Keine Ahnung, steht nichts drauf. Gib her. Das ist von Tore. Er schreibt, dass ich das Gesicht von RCL bleibe. Ich wusste, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Er will mich zum Essen einladen. Heute Abend. Oh, Caro. Schau dir das an. Oh, das ist wunderschön. Oh. Ja, ist schön. Aber warum überlässt es dir nicht selber, was du anziehen willst? Also, ich finde das romantisch. Ja. Weißt du was? Ich glaube, das mit Tore und mir ist wirklich was Ernstes. Ich gehe jetzt mal das Kleid anprobieren. Mach das. Hallo, Michael. Hier ist Caro. Hi. Ja, ich dachte, ich melde mich mal wieder. Ja. Hast du einen Moment? Was gibt's denn? Ich hatte gerade ein Telefonat mit Moses und Jan. Mit wem? Exklusives Modehaus aus London. Die wollen unsere neue Kollektion. Ja, das ist doch schön. Im Prinzip schon. Sie sind nur etwas irritiert, da sie uns schon vor Tagen einen Vertrag zugeschickt, bis jetzt aber noch nichts von uns gehört haben. Das mag ja sein. Was habe ich damit zu tun? Ich weiß, dass ich diesen Vertrag dir zur Unterschrift auf deinen Schreibtisch gelegt habe. Ja, dann müsste da ja noch liegen. Hier, Moses und Jan. Du hattest ihn geprüft? Noch irgendwas? Ist das alles von dieser Woche? Ja, ich arbeite mich gerade durch. Ansgar, wenn du Hilfe brauchst. Für ein paar Unterschriften, das schaffe ich ganz gut allein. Das habe ich nicht gemeint. Was ist? Soll ich wieder zum Therapeuten gehen? Ansgar, du hast in letzter Zeit ziemlich viel durchgemacht. Und ich finde, du hattest noch nicht die Zeit, das alles zu verarbeiten. Das sagst du, ausgerechnet du. Du und dein Schwachmatenbruder, ihr habt doch dafür gesorgt, dass ich mich nicht an Alexa rächen kann. Was ich jederzeit wieder tun würde. Du hast sie fast umgebracht. Ja. Ist jetzt wenigstens vorbei. Ich kümmere mich darum, dass das heute noch rausgeht. Du bist wach, das ist gut. Oh. Wo ist Olli? Der ist schon gegangen. Hat er was gesagt? Nur, dass es dir wahrscheinlich lieber wäre, wenn ihr nicht zusammen nach Hause geht. Kann ich gehen? Ich check dich eben noch mal durch und dann kannst du dich auf den Weg machen. Hey, Olli. Na, wie war denn euer Eishockeyspiel? Keine Ahnung, war nicht da. Ich dachte, du wolltest mit Sascha da. Ja, wollte ich auch. Aber dann ist was dazwischen gekommen.
Und was machst du jetzt? Ja, was wohl? Hier muss dringend mal wieder geputzt werden. Alter, du machst mir Angst. Boah, Andi, kannst du einfach deine Sachen mir wegräumen? Danke. Wo ist denn Sascha überhaupt? Das weiß ich, wahrscheinlich noch im Krankenhaus. Rechtes Auge mal bitte zuhalten. Ja, das mit den Kopfschmerzen sollte sich morgen eigentlich auch erledigt haben. Aber bleib bitte, wenn es irgendwie geht, noch im Bett, ja? Mach ich. Kann ich gehen? Was läuft da eigentlich zwischen dir und Olli? Wieso? Was soll da laufen? Nichts. Ich hatte nur den Eindruck, dass er vorhin wegen irgendwas zu mir angefressen war. Hat er was gesagt? Nee, das geht mich auch eigentlich nichts an. Ne? Wir hatten einfach nur ein Missverständnis. Ich hab vorhin ein bisschen überreagiert. Als euch die Huls angegriffen haben. Ne? Was haben wir los? War's das? Danke. Und was sagt Ricardo dazu? Dass Saschas überleben wird. Das ist alles? Boah, Andi, wenn's dir so wichtig ist, dann fahr ins Krankenhaus und frag nach. Wieso bist du eigentlich sauer auf mich? Ich bin nicht sauer auf dich. Aber auf Sascha. Ja. Und warum? Weil Sascha ein Idiot ist. Ja und? Jedenfalls lässt man den Kumpel nach einem Feind nicht angeschlagen zurück, Olli. Gut, dann sind wir halt keine Kumpels. Du und ich, wir gehen zusammen auf ein Date. Das hatten wir noch nie. Du triffst dich mit Tore im Schneiders und ich gehe mit Michael ins No Limits. Das ist kein gemeinsames Date. Also gut, dann hatten wir eben noch nie ein zeitgleiches Date. Ja, weil du immer Dates hattest und ich nie. Okay, dann werden wir eben beide eine verdammt heiße Nacht haben. Also los, mach dich fertig. Ich bin fertig. Glaub mir, das bist du nicht. Was ist denn daran verkehrt? Gar nichts. Wenn man zum Kartoffelholen in den Keller gehen will. Vielen Dank auch. Das sind eben meine Klamotten. Ja, und die kannst du ja auch tragen, wenn du 10 Jahre mit Michael verheiratet bist und ihr eure Kröten durch den Park schiebt. Aber doch bitte nicht zu eurem ersten gemeinsamen Date. Erstens will ich ihn nicht gleich heiraten und Kröten will ich sowieso nicht. Zweitens ist das nicht unser erstes Date, sondern unser drittes, wenn man das Speed-Dating mitrechnet. Und drittens, warum kann ich nicht so gehen, wie ich bin? Wegen der Biologie. Weil Männer es lieben, wenn wir uns für sie schön machen. Weil es ihnen zeigt, dass sie uns wichtig sind. Darum. Also komm, ich such dir was aus. Es liebt, dass du das für mich organisierst. Romantische Überraschung unterstütze ich immer gern. So. Na dann, bis später. Hey, wir kennen uns, oder? Weiß ich nicht. Na klar, du bist Mr. Pullover. Du warst doch mit der Freundin meiner Schwester, ich meine, mit der Schwester meiner Freundin verabredet. Caro. Wieso Mr. Pullover? Ja, das ist ein Insider. Ist auch nicht wirklich lustig. Und heute hast du ja kein Pullover an. Ich bin einfach nur zum Date mit Caro verabredet, das ist alles. Scheint was Ernstes zu sein. Hoffe ich doch. Ich würde das Sakko nicht anziehen. Caro steht eher so auf coolere Typen. Danke. Bitte. Dann gehen Sie davon aus, dass er ein Trauma hat? Ich halte es zumindest für sehr wahrscheinlich, dass er durch die zurückliegenden Ereignisse traumatisiert wurde, ja. Woran erkenne ich, ob das der Fall ist? Also die Reaktionen können sehr unterschiedlich ausfallen. Häufig treten Konzentrationsschwächen und Stimmungsschwankungen auf. Eine depressive Grundstimmung kann ganz plötzlich in Wut umschlagen. Reagiert Ihr Cousin auf bestimmte Situationen oder Themen überempfindlich? Ja, absolut. Obwohl, er sitzt auch manchmal einfach nur da und starrt vor sich hin. Auch das ist typisch. Emotionale Taubheit bis hin zur vollkommenen Apathie. Das Opfer hat die traumatisierende Situation als totalen Kontrollverlust erlebt. Dieses Gefühl der Hilflosigkeit wird häufig durch manischen Aktivismus kompensiert. Das Opfer tut alles, um nicht noch einmal in eine solche Situation zu gehören.
Ja, er sucht eben krampfhaft nach jemandem, den er verantwortlich machen kann. Was soll er tun? Berg ist tot, seine Tochter auf der Flucht. Ich kann immer nur wieder dazu raten, sich professionelle Hilfe zu holen. In dieser Situation ist Ihr Cousin eine latente Gefahr für sich und andere. Was glauben Sie eigentlich, wie oft ich ihm schon zu einer Therapie geraten habe? Aber er geht jedes Mal an die Decke, wenn ich davon anfange. Gibt es jemanden, der Ihrem Cousin emotional nahesteht und auf ihn einwirken könnte? Ja, seine Tochter Kim vielleicht. Den Versuch wär's wert. Ja. Ich danke Ihnen erstmal für die Info. Ja. Okay. Das ist wirklich nicht so leicht. Vielleicht kann ich dir was leihen. So wie früher. Giselle, lass es. Ich will mich nicht verkleiden. Hase, du bist bereits verkleidet. Ich will aber, dass Michael mich so kennenlernt, wie ich bin. Ich gehe ja schließlich nicht zu einer Auktion. Außerdem glaube ich nicht, dass er sehr darauf achtet, was man bei einer Verabredung trägt. Ja, stimmt. Du hast recht. Ich höre auf. Mr. Pullover scheint wirklich nicht so viel Wert darauf zu legen. Danke. Aber vielleicht ein Lippenstift. Giselle, hast du nicht ein eigenes Date, auf das du dich vorbereiten musst? Ja, okay, gut. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Und falls du es dir doch anders überlegst, es geht nie um die Augen. Es geht immer um den Mund. Darf ich Sie mir die Jacke abnehmen? Sehr gern. Sie werden bereits erwartet. Hallo. Hey. Hey. Schönes Hemd. Danke. Findest du, ja? Ja, sicher. Warum soll ich es sonst sagen? Wäre ja blöd, wenn man etwas sagt, das man nicht so meint. Mhm. Ich habe mir total lange überlegt, was ich anziehe. Und hast dich dann gegen den Pullover entschieden? Ja, ich nicht, wie du siehst. Ja, aber sieht doch toll aus. Na toll. Du siehst umwerfend aus. Danke. Aber das Kleid ist auch wirklich ein Traum. Hm. Du könntest auch einen Müllsack anziehen und alle Blicke auf dich ziehen. Ja, im Müllsack bestimmt. Und danke, dass du mir den Job gerettet hast. Das vergesse ich dir nie. Wollen wir? Feiern wir, dass ich das Gesicht von LCL bleibe? Oder gibt es noch einen anderen Grund? Ja, aber reden wir später drüber. Besser so? Ja, viel besser. Hätte ich doch gleich auf den Freund deiner Schwester gehört. Tore Hellström? Keine Ahnung, wie der heißt, aber er hat zu mir gesagt, ich solle das Sakko ausziehen, weil es dir besser gefällt. Wie bitte? Ich habe gedacht, er kennt sich aus mit Frauen. Könntest du das Sakko bitte wieder anziehen? Tore Hellström hat nämlich keinerlei Ahnung von Frauen. Bist du krank? Nein, warum? Weil ich gehört habe, wie du mit Dr. Mendez telefoniert hast. Es ging nicht um mich. Hm. Immerhin bist du ehrlich.
Ansgar, warum nimmst du dir nicht einfach noch ein paar Tage frei? Warum sollte ich? Weil du zurzeit noch nicht die Konzentration aufbringst, die der Job des Vorsitzenden von dir verlangt. Und niemand macht dir einen Vorwurf daraus. Keiner erwartet, dass du schon wieder völlig funktionierst. Wie denn auch noch einmal was passiert ist. Kommt das von Tanja? Was? Hat sie dich vorgeschickt, weil sie ihren Willen nicht kriegt? Ach, du meinst wegen Hellström? Ja, was denn sonst? Nein, nein, damit hat das nichts zu tun. Im Gegenteil, sie hat das wohl irgendwie geklärt. Und übrigens, Tanja weiß, wie man sich seine Kräfte einteilt. Keine Sorge, das weiß ich auch. Ach ja? Ich habe doch den Stapel auf deinem Tisch gesehen. Und ich sehe auch, wie du um Eva trauerst. Sag jetzt nichts Falsches, okay? Ansgar, was nur natürlich ist, das würde doch jeder tun. Ich meine damit, du sollst ja auch trauern, aber es braucht Zeit. Zeit, die du dir jetzt nehmen solltest. Tu dir doch selbst den Gefallen. Und was die Geschäfte angeht, das kann ja so lange auch jemand anders für dich übernehmen. Na klar. Dabei hast du zufällig an dich gedacht, richtig? Hm? Ja. Aber auch nur so lange, bis du bereit bist, die Geschäfte wieder voll und ganz zu übernehmen. Denk wenigstens drüber nach. Im Interesse der Firma. Und nicht zuletzt in deinem eigenen. Hey. Na, alles klar? Alles klar. Olli hat mir gesagt, dass ihr in eine Schlägerei verwickelt wart. Ist er hier? Ja. Aber was ist überhaupt los? Nichts, alles okay. Alles okay? Olli ist stinksauer auf dich. Hat was gesagt? Nur, dass du ein Idiot bist. Was läuft denn da jetzt zwischen euch beiden? Nichts, ich kümmere mich drum, okay? Nein, ist überhaupt nicht okay. Weil Olli nämlich auch mein Kumpel ist. Und wenn der hier ankommt und plötzlich die Bude putzt, ohne sich darüber zu beschweren, dass er mal wieder der Einzige ist, der das macht, dann geht's ihm echt beschissen. Und dann geht's auch mir beschissen, weil ich total auf Harmonie stehe. Ich dachte, er wollte mich anmachen. Wie jetzt anmachen? Na, anmachen. Olli, dich? Der Mann ist glücklich verheiratet. Ja, ich weiß. Ich muss irgendwas in den falschen Hals gekriegt haben. Das glaube ich aber auch. Und außerdem ist eine Entschuldigung fällig. Wo ist er? Das Bad putzen. Everybody get up. Besser so? Ja, viel besser. Okay, also, du hast dich fein gemacht, ich hab's versaut. Wie kommen wir da jetzt wieder raus? Woraus genau? Und durch mein nicht sonderlich aufreizendes Outfit bringe ich dir nicht genug Wertschätzung entgegen. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Meine Schwester schon. Aber heißt das dann auch nur, weil du dir weniger Gedanken darüber gemacht hast, was du anziehst? Dass du weniger Interesse an mir hast? Nein. Nicht? Oder doch? Nein. Mein Interesse an dir misst sich doch nicht daran, wie viel Zeit ich für mein Aussehen verwende. Worüber reden wir hier eigentlich die ganze Zeit? Und bei dir? Wie? Du hast doch gesagt, du hast lange überlegt, was du anziehen sollst. Ja, ich habe lange überlegt, was ich anziehen soll, weil ich schön für dich sein wollte. Ich dachte, eine Designerin, der ist sowas vielleicht wichtig. Nee, das nicht. Aber du siehst gut aus. Vor allem mit Sakko. Und ich wäre nicht hier, wenn ich dich nicht näher kennenlernen wollte. Also ich bin wirklich sehr beeindruckt. Aber verrätst du mir jetzt mal, was wir hier feiern? Du willst es wissen. Jetzt. Sicher? Ja. Habe ich was verpasst? Verpasst nicht, aber vermutlich vergessen. Heute vor 10 Jahren haben wir uns kennengelernt. Stimmt. Das war ja zur selben Zeit in New York. Oh Mann, das kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Mir kommt es vor, als wäre es gestern gewesen.
Das ist so süß, dass du dich daran erinnerst. Wow. Die sind wunderschön. Erkennst du sie? An unserem ersten Abend auf der Greenwich Avenue. Die lagen im Schaufenster und du standst davor und hast gesagt, irgendwann will ich die mal tragen. Damals konnte ich es mir nicht leisten, aber jetzt ist es. Das ist das schönste Geschenk, was mir jemand gemacht hat. Danke. Komm, darauf stoßen wir an. Ich bleib bei Wasser. Ich trink doch nichts mehr. Okay. Prost. Prost. Fällt mir noch was ein. Ich hab was für dich. Was ist das? Du hast mir doch bei unserem ersten Treffen erzählt, dass du Nummern in Ordnung liebst. Weil es dich beruhigt. Das sind Nurikabes. Das sind japanische Zahlenrätsel. Das ist total lieb. Danke. Entschuldigung, hab ich gerade total falsch eingeschätzt. Nein. Es war schön. Hast du Lust? Wollen wir tanzen? Okay. Mit oder ohne Sakko? Mit. Das ist auch der Meinung, dass er sich in Behandlung begeben sollte. Glaubst du wirklich, es geht ihm so schlecht? Du warst nicht dabei. Wenn ich nicht dazwischen gegangen wäre, er hätte Alexa umgebracht. Ja, kann ich gut verstehen. Na, jetzt ist sie verschwunden. Er wird sich damit abfinden müssen. Was er aber nicht tun wird, solange er die Trauer um Eva nicht verarbeitet, wird er keine Ruhe finden. Von Landstein. Haben Sie Ihr Mail-Programm geöffnet? Ich sitze davor. Ich habe Ihnen etwas geschickt. Im Anhang finden Sie ein Foto. Das Foto wurde heute Morgen in Bolivien aufgenommen. Erkennen Sie darauf Alexa Berg? Das ist sie. Das ist Alexa Berg. Vielleicht denkt er ja wirklich noch drüber nach, sich behandeln zu lassen. Kim wollte auf jeden Fall auch noch mal mit ihm sprechen. Das soll sie machen. Und ihn gleichzeitig davon überzeugen, dass er dich zum Stellvertreter ernennt. Wie sollen wir weiter vorgehen? Sie lassen Alexa Berg nicht aus den Augen. Ich flieg zu Ihnen. Gut. Aber beeilen Sie sich. Keine Sorge. Ich muss nur noch jemanden einsetzen, der in meiner Abwesenheit die Geschäfte weiterführt. Olli, ich bin's. Mann, komm, lass uns drüber reden. Olli. Okay, du bist sauer auf mich. Und irgendwie zu Recht. Es tut mir leid. Okay, ich hab's kapiert, du willst nicht mit mir reden, aber dann sag's mir doch wenigstens. Oh Mann, ist mir zu blöd. Meine Schwester, wollen wir vielleicht irgendwo anders hingehen? Jetzt gleich?
Ja, mir wird's hier ein bisschen zu voll. Hey. Hey. So schön, dass wir uns noch sehen. Ja, wir wollten eigentlich gerade los. Ah, nee, ihr müsst bleiben. Tora hat irgendwas von der Überraschung gesagt. Kannst mich jetzt nicht allein lassen. Also, mir ist ganz egal. Musst du entscheiden. Na gut. Du bist die Beste. Hier bist du. Kim. Ich hab dich gesucht. Was machst du hier? Bisschen frische Luft schnappen. Und dabei Zigarre rauchen. Ja, du weißt ja, das beruhigt mich. Hilft das? Nicht wirklich. Was ist los? Es ist alles in Ordnung. Mach dir keine Sorgen. Sebastian sieht es anders. So. Er denkt, dass du einen Therapeuten brauchst. Naja, ich meine, die letzten Wochen waren ja auch ziemlich heftig für dich. Und was denkst du? Ich will dich zunächst überreden. Und ganz ehrlich, ich bin mir auch nicht ganz so sicher, ob er dabei an dich denkt oder nur an den Job. Meine schlaue Tochter. Trotzdem mache ich mir Sorgen. Weil ich nicht weiß, was in dir abgeht. Okay. Dann erzähle ich dir mal was. Ich habe vorhin einen Anruf bekommen. Meine Männer haben rausbekommen, wo Alexa Berg sich versteckt hält. Ganz offensichtlich ist sie nach Südamerika abgehauen. Aha. Und das bedeutet? Das bedeutet ganz konkret, dass ich mich in den Flieger setzen werde, dahin fliege, sie hole und dafür sorge, dass sie bekommt, was sie verdient. Okay, du meinst Gefängnis, oder? Mir ist schon klar, dass du das wahrscheinlich nicht nachvollziehen kannst, aber mir ist das wichtig. Ich verstehe das. Ich verstehe dich sogar sehr gut. Wie sieht's aus, Sascha? Isst du mit? Kein Hunger, danke. Und du, Olli? Was ist? Willst du was mitessen? Andi hat Frikadellen gemacht. Nee, danke, ich habe keinen Hunger. Wie, da raff ich mich extra auf und dann... Ja, ist ja gut, dann esse ich halt was, komm. Ich nehme auch was. Olli, kannst du Sascha bitte mal einen Teller geben? Er kann sich ja selbst nehmen. Er ist doch verletzt. Ach, er ist verletzt. Wie, hast du jetzt bei der Schlägerei auch was abbekommen, Olli? Was für eine Schlägerei? Ja. Echt? Wo? Sag mal. Was denn bitte für eine Schlägerei, Leute? Komm schon, Olli, sei nicht so stur. Ich bin nicht stur. Wir haben das schon tausendmal geklärt, aber es reicht ja scheinbar nicht, dass ich mich entschuldige. Kann mir jetzt mal bitte jemand verraten, was hier los ist? Ich habe Sascha geküsst. Rumgeknutscht? Was hat das mit der Schlägerei zu tun? Und deswegen hat er mir die Ohrringe heute geschenkt. Es ist nicht super romantisch. Oh ja, sehr sogar. Danke übrigens nochmal für den Tipp mit der Jacke. Ich hab sie trotzdem angelassen. Ja, musst du selber wissen. Entschuldige mich kurz. Ich will jetzt endlich wissen, was das für eine Überraschung ist. Ach, der plant einen Antrag. Was? Was? Naja, ihr kommt nach 10 Jahren wieder zusammen und ihr schenkt ihr Ohrringe. Eins und eins ist. Lach nicht. Ja, also ich will ja keinen die Show oder die Party vermiesen. Die Spaßmusik geht auch gleich weiter. Ich muss nur kurz was loswerden. Das ist für eine ganz besondere Frau. Ich möchte jetzt lieber gehen. Na komm, jetzt nicht, oder? If my world caves in, I'll
Listen to my voice within. I will stand my ground. Don't you ever try to push me around. I will fight back, stay off the beaten path, and soon you will see. Lass uns drüber reden. Über was jetzt genau? Dass ich überreagiert habe. Schön, das gibst du wenigstens zu. Mann, ich habe mich doch vorhin bei dir entschuldigt. Lass nur dich bitte entschuldigt. Als du im Bad warst. Hallo, da hatte ich Kopfhörer an, da habe ich nichts gehört. Und ich dachte, du wärst immer noch eingeschnappt. War ich ja auch. Weil du nichts gesagt hast. Also dann nochmal offiziell. Es tut mir leid. Ich weiß, dass du mir nicht an die Wäsche willst und es war blöd von mir, das zu denken. Ja, ein bisschen homophob bist du schon. Mann, Alter, ich mag dich einfach und ich habe keinen Bock darauf, dass zwischen uns irgendetwas schräg läuft. Freunde? Freunde. Das müssen wir jetzt aber schon mit einem Kuss besiegeln, ne? Sehr schön, da seid ihr ja. Was gibt's, Ansgar? Ich nehme an, Sebastian hat dir von unserer kleinen Unterredung erzählt. Ja, hat er. Dann weißt du ja sicherlich auch, dass er mir zu einer Auszeit geraten hat. Soll das hier werden? Oh, ich wollte euch nur in Kenntnis setzen, dass ich deinem Rat folgen werde und mir ein paar freie Tage gönne. Schön, freut mich zu hören. Ja, deswegen brauche ich auch jemanden, der mich hier würdig vertritt. Ich hatte dir doch bereits meine vollste Unterstützung zugesagt. Das freut mich. Dann gehe ich davon aus, dass auch Kim auf deine volle Unterstützung zählen kann. Was meinst du? Ich habe mich entschlossen, während meiner Abwesenheit dich zu meiner Stellvertreterin zu machen. Jede Frau rum. Entschuldigung, was hast du gesagt? Hat er dich gerade eben erst rumgekriegt oder bist du schon länger in ihn verliebt? Was? Du bist in den Freund deiner Schwester verliebt, stimmt's? Du liebst den Freund deiner Schwester.